Wir haben 2019 den absoluten Hochpunkt auf dem Hotelinvestmentmarkt erlebt. Das waren knapp 5 Milliarden Transaktionsvolumen. Das ist dann aufgrund der Corona-Pandemie erheblich eingebrochen. 2020 war ein enorm schwaches Jahr. 2021 hat sich das Transaktionsvolumen leicht belebt. Das letzte Quartal war das stärkste Quartal. Das deutet so ein bisschen darauf hin, dass auch die positive Stimmung zurückkam aufgrund der Lockerung der Corona-Maßnahmen. Man war aus dem Lockdown raus, man hatte eine gute Perspektive für den Herbst. Das wurde dann leider mit einem neuen Lockdown wiederum zunichte gemacht. Das bedeutete für das erste Quartal 2022 erneut ein schwaches Volumen. Aber wir sehen jetzt in dem zweiten Quartal und für den Rest des Jahres eine erhebliche Belebung des Marktes. Die Investorenzuversicht kommt langsam zurück in die Hotelimmobilie. Die Hotelmärkte kommen langsam zurück. Manche Märkte stärker, manche schneller. Das ist sehr differenziert über Europa. Da muss man eine differenzierte Brille haben. Aber grundsätzlich ist zu erwarten, dass die Marktlage sich Ende des Jahres erheblich stabilisiert, nahezu das Niveau von 2019 erreicht. Inflation etc. sind Themen, die natürlich jeden umtreiben. Aber das wird auch dazu führen, dass die Durchschnittspreise im Markt sich sehr schnell wieder auf das 2019er Niveau zurückbewegen und dementsprechend auch die Profitabilität in den Hotels wieder zurückkehrt. Und historisch sind wir bei knapp 6 bis 10% des Gesamttransaktionsvolumens gewesen. Wir sind aktuell deutlich darunter. Das wird wieder zurückkommen. Wir sind da sehr zuversichtlich. Die Anzahl der Transaktionen ist erheblich mittlerweile. Es werden noch mehr zum Jahresende kommen. Wir sehen Merger und Acquisitions auch auf betreibender Ebene. Insoweit bin ich sehr, sehr optimistisch, was das generelle Marktumfeld betrifft, aber auch, dass die Assetklasse Hotel weiterhin zu einer gefragten Assetklasse und zu einer relevanten Assetklasse am Markt zählt.